Mitten im Herzen Bayerns liegt ein Ort, an dem es sich gut leben lässt. Herzlich willkommen in Voburg. Direkt an der Donau gelegen, verbindet dieser Ort die Ruhe und Gelassenheit einer oberbayerischen Kleinstadt mit den Annehmlichkeiten der Großstadt. Ländliche Umgebung und freundliche Menschen prägen das Bild. Voburg finde ich einfach toll, weil es eine sehr schöne, alte Stadt ist und weil man trotzdem alle modernen Annehmlichkeiten in Reichweite hat. Die Heimatstadt von mir. Die Offenheit, das ganze Ambiente, die Leute sind freundlich. Ja, die Stadt selber, die Umgebung, die Freundlichkeit der Menschen. Der Marktplatz so schön ist und weil so viele Leute da sind. Die Leute sind schön. Der Stockplatz ist schön, das Essen ist gut, das Wetter zum Glück. Ich wünsche mir vor, die Garde. Wunderbar. Optimale Bus- und Bahnverbindungen und die Nähe zu den Autobahnen garantieren kurze Wege zu den Großstädten in der Umgebung. Der Name Voburg bedeutet Fuchsburg. Aus diesem Grund führt die Stadt einen springenden Fuchs in ihrem Wappen. So ist die Fuchsburg, der heutige Burgberg, das historische Zentrum des Ortes, an dem alles begann. Die erste urkundliche Erwähnung der Stadt geht auf das Jahr 1007 zurück. Funde aus der Bronzezeit und der Römerzeit belegen eine sehr frühe Besiedlung des Areals. Wittelsbacher und Staufer herrschten auf der Burg. Ludwig der Strenge errichtete hier 1291 seine Verwaltungszentrale. Heute dient der Burgberg mit dem gut erhaltenen Burgtor und dem sanierten Pflegschloss aus dem frühen 18. Jahrhundert auch als natürliche Kulisse für die Agnes-Bernauer Festspiele. 1641 zerstören schwedische Truppen die Burg. Voburg wird wieder zum Markt. Erst 1952 erlebt die Stadt den Beginn einer neuen Blütezeit. Die Menschen hier leben und feiern gern. So lässt sich der Wechsel der Jahreszeiten im Spiegel der Voburger Feierlichkeiten nachvollziehen. Bürger- und Sommerfeste, Märkte mit Produkten aus der Region und verkaufsoffene Sonntage garantieren ein reges Stadtleben. Dass die Menschen hier Geselligkeit lieben, zeigt auch das rege Vereinsleben in dieser Stadt und den 6 Ortsteilen. Über 70 Vereine und Verbände bieten Freizeitspaß für jeden Geschmack. Beim gemeinsamen Sport, Musizieren oder im Einsatz für das Gemeinwohl wird man schnell ein Teil dieser Gemeinschaft, fühlt sich angenommen und angekommen. Alles, was man zum guten Leben braucht, findet sich innerhalb des gewachsenen Ortskerns oder nur wenige Gehminuten davon entfernt. Hier auf dem Stadtplatz mit der alten Buche hält man inne bei den täglichen Besorgungen. Hier trifft man sich und genießt. Alte Bürgerhäuser, Cafés und Restaurants sorgen für die besondere Atmosphäre und das gemütliche Flair. Hier, im Schatten des Burgbergs, kreuzen sich die Wege zwischen den 3 erhaltenen Stadttoren. Mit ihren Geschäften und Behörden, dem Haus der Musik, der neuen Stadtbibliothek und dem Kulturstadel
konzentriert die Voburger Altstadt das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben innerhalb ihrer Mauern. Es ist die Energie des Flusses und die Weite der typischen Auenlandschaft mit Wäldern, Altwassern und Seen, die die Freizeitmöglichkeiten prägen. So laden ausgedehnte Fuß- und Radwanderwege zur Erkundung der Umgebung ein. Der Donau-Radwanderweg führt durch Voburg und bringt jährlich zahlreiche Touristen in die Stadt. Wer nicht radelt, kommt auf dem Wasser. Die naturbelassene Wiese an der Donau ist der ideale Anlegeplatz für Kanufahrer. Mit internationaler Küche von Griechisch und Kroatisch bis Italienisch und natürlich Bayerisch sowie etlichen Übernachtungsmöglichkeiten eignet sich Voburg für einen interessanten Aufenthalt. Sportstadion und Fun-Arena, Tennisplätze und Warmwasserbad, Badeseen und ausgedehnte Joggingpfade. Ein vielseitiges Angebot für alle Sportbegeisterte. Natur vor der Haustür. Lauschige Plätze mitten im Grünen. Hier findet man Ruhe und Entspannung nach einem arbeitsreichen Tag. Voburg, eine Stadt, in der es sich gut arbeiten lässt. Das expandierende Gewerbegebiet an der B16a mit mittelständischen Unternehmen und mehreren Supermärkten sowie die wachsenden Neubaugebiete zeugen vom Potenzial dieses Ortes. Die Wirtschaftssektoren Energie und Landwirtschaft prägen die Landschaft. Mit Bayern Oil und dem E.ON-Kraftwerk befinden sich zwei große Arbeitgeber vor Ort. Voburg verändert sich. Mit seinen 6 Ortsteilen Irsching-Knodorf, Menning, Hartheim-Pleiling, Rockholding, Hartacker und Dünzing bildet Voburg eine gewachsene Einheit zwischen Donau im Norden und malerischen Hopfengärten im Süden. Nicht nur im Erhalt der alten Bausubstanz, sondern in der Modernisierung und Neugestaltung sehen die Stadtplaner ihre Herausforderung. Mit kulturellen Highlights wie dem Kulturherbst bietet die Stadt alljährlich Konzerte und Kabarett mit namhaften Künstlern. Alle 2 Jahre im Frühsommer ist der Burgberg Schauplatz der Voburger Festspiele um Don Camillo oder die legendäre Agnes Bernauer. Das von dem Verein Kolping-Familie betreute und mit zahlreichen Laiendarstellern aufgeführte Freilichtspektakel erinnert an das Leben und den tragischen Tod der Bernauerin. Voburg, der Ort, an dem es sich gut leben lässt.